Ich habe schon wieder Fanpost bekommen. Einmal dieser Paket hier. Dann einmal ein Amazon Wunschlisten mit Bestellung. Und einmal diesen urinfarbigen Vollfettpaket. Und diese Pakete, die werde ich jetzt öffnen. So, hier sind erstmal Papiere drin. Ganz viele Papiere. Oh, ein Bier. Hakapschor. Darauf erstmal ein Bier trinken. Das gefällt mir schon mal. Das fängt gut an. Nee. Ich stell das erstmal hier hin. Ich kann nicht Bier trinken, die Fanpost öffnen. Blatt Papiere. Natururin. Ja, ich glaube, das zensiere ich einmal. Das ist leer. Für einen bombenfesten Halt der Redelschraube mit dem Schlüssel anziehen.
So. Ja, noch ein Imbusschlüssel. Aber hier, guck mal. Vielen Dank dafür. Hier, dieser... Das ist Kamera-Cage für meine Action-Cam. Form stabil. Der neue Kasten für meine Action-Cam ist einsatzbereit. Und guck mal. Hier sind diese zwei Metall-Gnubel. Und ich glaube, Helmut meinte, diesen Imbusschlüssel, dass der hier für diese Dinger hier geeignet sind. Und die passen auch drauf zum hier zuschrauben. Genau. Und hier, guck mal. Eine Bahnfahrkarte von Bremen bis nach Mannheim und zurück vom 13.10. bis zum 16.10. Diese Fanpost, die hat mir Helmut versendet. Und zwar genau der Helmut, der mich auch bei der letzten Alpenbergwanderung eingeladen hatte. Und wir diesen durchgeführt hatten. Und das heißt, in diesem Zeitraum kommt eine weitere Vollfettwanderung. Da freue ich mich drauf und besten Dank für die Einladung und den Ticket. Und genau hier sind, ja, ihr wisst schon, was das ist. Diese Auskunft hin und zurück, hin und Rückfahrt mit Gleisen dran und sowas. Und hier zum Thema dieses Geldes, die Alpenwanderung, die war spendiert gewesen und Helmut wollte keineswegs, dass ich Kosten innerhalb der Tour hatte. Allerdings hatte er versehentlich sowohl seine Bankkarte als auch Reservegeld im Schließfach vergessen gehabt, sodass ich einen Teil der Tour etwas vorgestreckt hatte. Und das hat er mir jetzt zurückgesendet. Vielen Dank dafür. Absoluter Ehrenmann. Und ich freue mich dementsprechend auf die nächste Vollfettwanderung. So geht einfacher. Das ist ein Paket, ein Vollfettpaket, ein urinfarbiger Vollfettpaket mit ganz viel Luft drin. Prüfen, was drin ist. Thank you.
Da steht 10-mal Bierpower dran. Nee, das muss ich wieder zensieren. Brief in Versandtasche beachten. Das ist meine... Genau, das ist meine Packstation-Adresse. An gestreifter Linie vorsichtig aufschneiden. 10-mal Bierpower. An gestreifte Linie vorsichtig aufschneiden. 10-mal Bierpower. An gestreifte Linie vorsichtig aufschneiden. Ja, dann probiere ich mal mein Glück. Stelle ich mal hier hin. Aha, eine Dose. Oh, da sind ganz viele Biere drin. Ich glaube, ich werde die erstmal alle auspacken. Oder obwohl, nee, noch nicht. Aber ich glaube, hier ist noch ein Brief drin. Dran. Hier steht nichts drauf. Aber hier. Hallo Natururin, hier kommt ein Paket mit 10 verschiedenen Biersorten. 5 aus Österreich und 5 aus... Oh Scheiße, der Akku von meiner Kamera ist alle gegangen. Und währenddessen ich Akku aufgeladen habe, ist dunkle geworden. Und ich habe mir zwischenzeitlich dieses Bier gegönnt. Das ist Stiegel heißt das. Das sollte laut Zettel eine Bier aus Österreich sein. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber Stiegel muss ich wirklich sagen, erinnert mich sehr stark an Ratskrone. So ein bisschen. Also hat mich leider nicht überzeugt, diesen Stiegel.
Aber hier, guck mal, aufgrund dessen, weil ich jetzt diesen Stiel ausgetrunken habe, werde ich ein Ungarn-Bier ausprobieren. Ich habe aus Versehen die Weitwinkeltaste gedrückt. Hier. Arani Aszok. Arani Aszok. Ich glaube, das ist mein erstes Bier, was ich aus Ungarn trinke. Finde ich interessant. Ich finde diesen aber qualitativ hochwertiger vom Geschmack her als Stiegel. Aber ich finde diesen leider nicht so kräftig. Also nicht kräftig genug, dass das so eine richtige Geschmacksexplosion kommt. Irgendwie so ein bisschen, als wenn das Bier mit ein bisschen zu viel Wasser vermischt wäre, finde ich. Aber trotzdem so interessant. Ich bin sehr gespannt drauf, wie diese ganzen anderen Biere schmecken werden. Aber ich werde diese zu einem späteren Zeitpunkt austrinken. Ich denke, 3 Bier für heute reicht mir. Ach ja, stimmt. Ich werde noch diesen Zettel hier vorlesen. Das habe ich ja vergessen. Oder, nee, das, weil die Aufnahme abgebrochen war. Deswegen lese ich das jetzt nochmal vor. Hallo Natururin, hier kommt ein Paket mit 10 verschiedenen Biersorten. 5 aus Österreich und 5 aus Ungarn. Österreich, Puntigamer, Schwechatter Bier, Otterkringer, Gösser, Stiegel. Diesen Stiegel habe ich ja gerade getrunken. Ungarn. Soproni, Anrani, Szalon, Borsodi, Arani, Aszok. Das A wird wie ein normales A ausgesprochen, gesprochen. Und das A wird wie so ein Mittelding aus A und O gesprochen. Dafür gibt es im kyrillischen Alphabet leider keine Entsprechung. Geprost, wünsche dir alles Gute. Viele Grüße aus Steiermark, Matthias. Viele Grüße aus Bremen und vielen Dank für die Fanpost. Und zum Thema dieser Aussprache und diese russische Schrift. Also meine Eltern sind osteuropäisch. Und mein Vater ist auch in Russland geboren. In der Kindheit konnte ich sowohl Russisch sprechen als auch diese russische Schrift lesen. Aber ab meinem 8. Lebensjahr wurde ich nur noch Deutsch erzogen, so dass ich dann nach und nach die russische Sprache komplett verlernt habe. Also ich kann heutzutage weder Russisch sprechen noch die russische Schrift lesen. Also höchstens vielleicht nur ein paar Wörter verstehen, aber mehr auch nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Aber top, freut mich um das Bier. Das hier, das sind diese ganzen lecker Bierchen, der mir der liebe Matthias E. zugesendet hat. Besten Dank dafür. Also gut, den hier, den hatte ich ja ausgetrunken. Und den hier, da bin ich gerade dabei. Der Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung, da weiß ich bereits, was drin ist. Ich sehe hier einen Zettel. Das ist nichts, aber das hier ist was. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Liebe Natururin, deine Videos sind super. Ich gucke sie gerne. Ein Bierpower für Peter und Robert wäre mega. Von Peter B. Ich weiß bereits, was drin ist.
Und zwar eine Filmleuchte. Das passt jetzt richtig gut. Diese Filmleuchte hat mir Helmut empfohlen. Weil ich hatte... Und zwar, guck mal. Diese Filmleuchte hier. Ich weiß nicht warum, aber die piept ganz oft. Also sie macht so ein ganz leises Piepen, was man in den Aufnahmen extrem hören tut, was extrem, extrem scheiße ist für die Aufnahmen. Und nee, kann ich absolut nicht empfehlen. Und hier, Helmut hat mir diese hier empfohlen und deswegen habe ich die in die Wunschliste reingepackt. Und vielen Dank an Peter für die neue Filmleuchte. Ich hoffe, dass die hier kein Stück piepen tut. Und das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil diese Filmleuchte, die werde ich jetzt gleich austesten und rausgehen und hier auf Peter und Robert ein Bierpower machen gehen. Und weil, guck mal, hier steht das drauf, weil Matthias E. da, wollte 10-mal Bierpower haben. Und für ihn werde ich jetzt auch 10-mal Bierpower machen gehen. So, ich bin draußen und guck mal, ich habe jetzt ein graufarbener Fummel an, weil mein urinfarbiger Fummel, der ist irgendwie, mir ist aufgefallen, dass der ein Loch drin hat. Aber gut, dass ich zwei davon habe, deswegen habe ich noch eins in meinen in meinen Wäschekorb. Stimmt, den muss ich ja noch waschen. Aber genau, ich habe den Dings hier gewechselt, weil der andere kaputt ist. Den anderen, den muss ich in die Altkleidersammlung hinbringen, weil da dieser so ein voll Fettloch drin ist. Vielleicht von Wäschewaschen oder sowas. Aber guck mal, ich bin jetzt draußen und hier, ich habe hier einen Bierpowerpark gefunden, weil guck mal, hier sind überall diese Bierpower-Metall-Genube. Die sind zu fett, aber die sind gut. Genau. Und hier werde ich jetzt gleich diese ganzen Bierpowers machen. Und der erste Bierpower, der geht an Peter und Robert. Bierpower. Die restlichen 10 Bierpowers gehen an diese 10 Biere von Matthias E. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3, Bierpower 4, Bierpower 5, Bierpower 6, Bierpower 7, Bierpower 8, Bierpower 9. 10. Ja, das ist auch eine Bierpower-Variante. Vielen Dank für die Fanpakete. Ich will mit dir ein Bier trinken, beziehungsweise nicht nur ein Bier, sondern ganz viel Bier trinken. So viele Bierflaschen wie hier, so viel will ich mit dir trinken. Falls ich zu dir kommen kann, dann bringe ich hier meine Rolltasche und den befülle ich dann mit ganz viel Bier.